Ja, liebe Damen und Herren, drei Krümel von der Geburtstagstorte liegen noch am Teller. Das ist jetzt meine Rolle, die zu verzehren, damit es dann richtig, wenn auch etwas verspätet, zum Essen gehen kann. Ich habe Erinnerungen während des ganzen Vormittags gehabt an ein Kulturprodukt, das den Titel des gesamten Symposiums hat, nämlich an einen Monumentalfilm aus den frühen 50er Jahren mit dem Titel Quo Vadis. Ich muss zugeben, ich habe diffuse Bilder, ja, aber sie sind noch ein bisschen da. An den Nero kann ich mich gut erinnern. Ich kann mich gut erinnern daran, dass Panem et Circenses, und es ging ja um Ernährung sehr stark in unserem Vormittag, einer der wichtigsten Themen und Politikschwerpunkte des neronischen Roms waren. Und es gibt einen Clash in diesem Film zwischen den asketischen und verzückten neuen Menschen, ja, den Urchristen, und den dekadenten Herrschenden, den Römern. Und irgendwie zwischen diesem Spannungsfeld war für mich der ganze Vormittag, ja. Leicht dekadent, aber zum Glück diesseitig die alten Römer. Ja, let's build on it, noch ein Aquädukt und noch mehr Getreide aus Sizilien. Und die Urchristen im positiven Sinn des Wortes jenseitig, aber Kraft und starke Bilder und andere Bilder. Ja? Die haben was ausgehalten und einige von ihnen werden hoffentlich auch einiges aushalten müssen, weil sie sich wahrscheinlich gegen das eine oder andere Paradigma stellen oder stellen wollen. Ja? In diesem Spannungsfeld, also wir haben keine Kreuzigungen erlebt und auch hat die Mutgasse 3 drüben nicht zum Brennen angefangen. In diesem Spannungsfeld haben wir also eine ganze Spannbreite von Vorträgen gehalten, und wären wir nicht so über der Zeit, würde ich jetzt Ihnen nachfolgen und ebenfalls gerne kurz berichten. Alleine, es fehlt die Zeit. Das ist die einzige Folie, die ich Ihnen zeige aus einem Vortrag. Das ist etwa ein Viertel der Themen, über die heute Vormittag gesprochen wurde. Sie können schon wieder wegschauen, also nur damit Sie sehen. Es ist natürlich sehr stark um die Themen gegangen, die hier in Wien, aber auch in Tulln zum Thema Biotechnologie mit für Gesundheit und Nahrungsherstellung, Nahrungsmittelsicherheit hier sich konzentrieren. Es ist um die zahlreichen Forschungsgruppen, Zusammenarbeiten, CD-Labs, SFBs gegangen, die hier extrem aktiv sind, wo es um wirklich faszinierende Herangehensweisen geht. Und unsere beiden, zwei möchte ich doch erwähnen, Festvortragenden haben, also Keynote Speaker haben jeweils kurz ihren Blick auch über die Grenzen schweifen lassen, was im Fall von Michael Comer Deutschland, Irland, Großbritannien und 40 Jahre gloriose Geschichte der Life Sciences beinhaltet, und was im Gegensatz, und im Gegensatz dazu der Herr Ulbert, der berichtet hat, welche wertvolle Arbeit auf europäischer Ebene für Nahrungsmittelsicherheit hier geleistet wird. Urchristen oder Nero, man könnte ja fast verrückt werden, wenn man die Herausforderungen sich anschaut, etwa Klimawandel, 1000 Forschergruppen mit 1000 Themen stürzen sich darauf, um verschiedene Teilaspekte zu behandeln und eine Verbesserung herbeizuführen. Gleichzeitig wird einem weiteren 1000 von Forschergruppen fast die Decke weggezogen, wenn man sieht, die an der Vergrößerung des Raumes und Outputs für Ackerbau in etwa arbeiten, und man dann sieht, wie geringe Klimaschwankungen ganz fundamentale Veränderungen sowohl auf der Input- als auch auf der Output-Seite bewirken können. Also es ist uns gerade nicht schwindlig geworden, wir haben das irgendwie überstanden. Und es ist uns auch nicht schwindlig geworden bei einer Sache, die so ganz am Rand, ganz klein aufgeblitzt ist, dass es offenbar
manchmal hier in diesem Raum oder in einem anderen mehr Zusammentreffen zwischen denen geben könnte, die sich Landwirtschaft, Ernährung als ein sehr reines, möglichst technologiearmes Gut vorstellen und denen, die mit biologischem Engineering versuchen, ihre Vorstellungen von Gesundheit, Sicherheit, Effizienz, Effektivität, von einer richtigen, starken Entwicklung hier zu präsentieren. Es war so, ja, wir sind die Technologen, aber wir sind uns nicht ganz sicher, ob uns die andere Hälfte der Universität so schätzt, wie wir uns selber schätzen. Also das habe ich recht interessant gefunden, dass das durchaus so gekommen ist. It's your issue, also ich wollte es nur hier gelassen haben. Ja. Sicherheit in allen Aspekten, und ich möchte nicht auf die Details eingehen, hat sich praktisch durch alle Vorträge gezogen. Von der optimistischen Sicherheit des Studentenvertreters, der gesagt hat, ich bin da richtig, ich lerne was Klasses, gebt mir und meinen Kolleginnen die Möglichkeit, genial zu sein und genial zu werden und nicht genormt zu werden. Und das war aber positiv im Sinn von, ich darf das hier sagen, weil hier ein Grundverständnis ist, bis hin zur Lebensmittelanalytik, Nahrungssicherheit, alle möglichen Themen und Fragen. Ein weiterer Punkt, der sich manchmal mir fast zu implizit und nur selten explizit durchgezogen hat, ist die Frage der Einstellung. Der Herr Kattinger hat bei einem Punkt, wo es um Lebensmittelproduktion gegangen ist und ob wir uns und alle ernähren können, gesagt, naja, aus dem Publikum heraus, die Frage, dass in Wien so viel Lebensmittel weggeschmissen wie in Graz gegessen werden, also nicht, dass sich die Grazer besser verhalten als wir, aber sie sind halt weniger und daher passt diese Relation, das sollte uns wohl auch zu denken geben und bitte, es ist eine Frage der Verhaltensweisen und nicht der Technologie, nicht immer gleich der Technologien. Und wie ich noch in Ministerialdiensten vor langen Zeiten war, habe ich nie verstanden, warum alle, um ein unverdächtiges Beispiel zu wählen, von der Verkehrstelematik so begeistert waren, die Vorstellung, dass die Steuerung von Verkehrsströmen zu weniger Verkehr führt, ist mir immer etwas naiv vorgekommen. Und in diesem Sinn, Herr Fischler, habe ich auch eher den Eindruck, dass andere Mobilitätsbedürfnisse und Wünsche vielleicht ein bisschen wichtiger sind als ein anderes Benzin. Da glaube ich auch, dass das hier an der BOKU gut angesiedelt ist und noch stärker vielleicht angesiedelt sein sollte. Wenn wir uns in diesem Raum, wenn ich einen Wunsch frei hätte, dass wir uns in diesem Raum zu etwas gemeinsam verschwören, dann denen, die die Budgets machen, auf verschiedenen Ebenen zurbezusteigen, dass sie endlich wieder mehr für Forschungsinfrastrukturen rauslassen. Es gibt keinen so dramatischen Einzelpunkt in der österreichischen Forschungs- und Universitätspolitik wie das Fehlen von Mitteln für mittlere und große Infrastrukturen und Ausstattungen und wenn das nicht ist, ist aber alles andere langfristig oder mittelfristig auch sinnlos. Und das ist eine der Nagelproben für den von mir mit einiger Skepsis, als nämlich im Grunde als einiger Skepsis angesehenen Forschungsplan. Und also dass man wieder alles plant. Jedenfalls, wenn entweder es gibt ein Geld für Infrastruktur oder es gibt keins, das ist eine deutlich einfache Sache. Warum ich das hier sage, ist, weil an mehreren Stellen am Vormittag dieses Thema gekommen ist. So, jetzt lasse ich noch ein Eigeninteresse los und dann gehen wir essen. Mein Eigeninteresse ist als Forschungsförderer, dass der Life Science Standort Wien blüht und gedeiht. Ich war vorher schon überzeugt, aber jetzt geht es mir noch besser. Und zweitens, wir machen jetzt gerade eine Ausschreibung für Lebensmittel, Ernährung, Food and Nutrition. Und ich habe gewusst, dass viele, viele tolle Gruppen in Wien sind, aber jetzt weiß ich es auch noch besser. Vielleicht gelingt es uns gemeinsam in den nächsten 10, 15 Jahren auch die Lebensmittelindustrie etwas forschungsintensiver zu machen. Aber eines nach dem anderen. Michael Kommer hat uns
irgendwie das Bild am Anfang gegeben, die Life Science sind eine glorious story, die glorious Boku ist mittendrin und the story goes on und das ist es von meiner Seite. Danke.